Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Blick auf den Vormarsch der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan wollen zahlreiche Länder ihre Botschaftsmitarbeiter weitgehend aus Kabul abziehen. Die USA kündigten an, mehrere tausend zusätzliche Soldaten ins Land zu schicken, die die Ausreise ihres diplomatischen Personals unterstützen sollen. Deutschland wird nach Angaben von Außenminister Maas sein Botschaftspersonal in Kabul auf ein absolutes Minimum reduzieren. In Afghanistan erobern die Taliban unterdessen immer mehr Gebiete und rücken weiter in Richtung Hauptstadt vor. Fast stündlich fallen weitere Provinzhauptstädte in die Hände der Taliban. In der zentralafghanischen Stadt Tirinkot haben sie Fahrzeuge der Sicherheitskräfte gekapert. Die Taliban feiern sich und ihre Erfolge. Die afghanische Armee scheint in weiten Teilen des Landes geschlagen. Oftmals ziehen sich die Soldaten kampflos zurück. Die Loyalität der Sicherheitskräfte gegenüber der Regierung, die ist nicht gegeben. Die gilt als korrupt, als delegitimiert. Und anders ist ja nicht zu erklären, dass die afghanischen Sicherheitskräfte jetzt in atemberaubendem Tempo die Uniform und Waffen von sich werfen, ganze Distrikte übergeben und zum Teil das Land verlassen. Die Menschen, die es nicht schaffen, das Land zu verlassen, versuchen nach Kabul zu fliehen, wo zurzeit Tausende in provisorischen Flüchtlingslagern untergebracht sind. Wir haben Panik vor den Taliban. Sie greifen unsere Städte an, schießen um sich und richten Blutbäder an. Es sind echte Massaker, vor denen wir nun hier nach Kabul geflüchtet sind. Die Taliban rücken immer weiter vor, gewinnen täglich neue Gebiete hinzu. Etwa die Hälfte der Provinzhauptstädte kontrollieren sie, darunter mit Kandahar und Herat die zweit- und drittgrößte Stadt Afghanistans. Als Folge der sich verschlechternden Sicherheitslage im Land wollen unter anderem die USA, Großbritannien und Kanada einen Großteil ihrer Staatsbürger und ehemalige einheimische Helfer ihrer Truppen, sogenannte Ortskräfte, ausfliegen. Auch Deutschland reagiert, reduziert das Botschaftspersonal in Afghanistan und schickt ein Krisenteam nach Kabul. Außenminister Maas: Wir haben im Krisenstab ebenfalls beschlossen, dass die ohnehin für diesen Monat vorgesehenen Charterflüge vorgezogen werden. Wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft ausfliegen, aber auch der noch in Afghanistan befindlichen Ortskräfte. Kabul galt lange Zeit als relativ sicher. Nun aber haben auch hier viele Angst. Davor, dass es den Taliban gelingen könnte, Afghanistans Hauptstadt bald einzunehmen. 60 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer ist mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer der deutschen Teilung erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier sprach von einem Schicksalstag, nicht nur für Deutsche. Der Mauerbau besiegelte die Teilung bis zur Wende im Jahr 1989. Nach dem Krieg war Berlin zunächst noch eins, es gab aber unterschiedliche politische Einflusszonen. Am 13. August 1961 dann begann der Mauerbau und damit die Teilung der Stadt. Zuletzt umschloss das 155 Kilometer lange Bauwerk den gesamten Westen Berlins. Für die kommende Bundestagswahl gilt weiterhin das von der Großen Koalition im vergangenen Jahr verabschiedete neue Wahlrecht. Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag von FDP, Linkspartei und Grünen gegen die Reform ab. Ob sie dennoch verfassungskonform ist, wird noch im Hauptverfahren geprüft. Ziel der umstrittenen Neuregelung ist es, den Bundestag mit seinen derzeit 709 Sitzen zu verkleinern. Die Opposition hatte ein alternatives Verkleinerungskonzept vorgeschlagen. Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL zeichnet sich weiter keine Lösung ab. GDL-Chef Weselski sagte heute, wenn die Bahn nicht schnell ein verhandelbares Angebot auf den Tisch lege, werde es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. Einzelheiten nannte er nicht. Die Bahn lehnte es ab, ein verbessertes Angebot vorzulegen, bot aber an, die Verhandlungen sofort wieder aufzunehmen, auch am Wochenende. Nach dem Rückgang der schweren Überschwemmungen im Norden der Türkei wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Wassermassen und Erdrutsche haben ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Weitere Opfer wurden geborgen, die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei 31. In der gebirgigen Schwarzmeerregion kommt es im Sommer häufig zu starken Regenfällen. Besonders betroffen ist diesmal das Gebiet um die Provinz Kastamonu mit der gleichnamigen Hauptstadt.
Es sind die schlimmsten Überschwemmungen in der Türkei seit Jahrzehnten. Schlammlawinen rissen ganze Häuser mit und begruben Menschen unter sich. Mehr als 100 werden noch immer vermisst. Etwa 1700 Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Ich bin aus dem Haus und plötzlich kam das Wasser angeschossen. Es hat alles mitgerissen. Häuser, Menschen, einfach alles. Starken Regen gibt es in der Schwarzmeerregion im Sommer häufig. So stark wie jetzt war er selten. Ein Wetterextrem, dessen Folgen durch übermäßige und falsche Bebauung noch verschlimmert wurden, sagen Experten. Wenn der Staat immer weiter und näher an Flussbetten bauen lässt, Bäche mit Beton in Kanäle zwingt und mit Wasserkraftwerken massiv in die Natur eingreift, dann sehen wir, was wie jetzt am Schwarzen Meer passieren kann. Staatspräsident Erdogan besuchte am Mittag das Katastrophengebiet und versprach schnelle Hilfen. Währenddessen geht die Suche nach Überlebenden weiter. Für die kommenden Tage ist erneut starker Regen angekündigt. Die türkische Katastrophenschutzbehörde warnt vor weiteren Überschwemmungen. Die Waldbrände in Sibirien werden zunehmend zu einer Gesundheitsgefahr für die Menschen. In der Region Jakutien wurde die zulässige Konzentration schädlicher Stoffe in der Luft teilweise um das 20-fache überschritten. Seit Tagen versinken im Nordosten Russlands Dörfer und Städte im Rauch. Nach Angaben von Behörden haben die Brände in der Jakutien bislang mehr als 9 Millionen Hektar Land vernichtet. Das entspricht etwa der Fläche Portugals. Die Bundesregierung hat die Türkei wegen steigender Corona-Infektionen als Hochrisikogebiet eingestuft. Von Dienstag an müssen Menschen, die von dort nach Deutschland einreisen und nicht geimpft oder genesen sind, 10 Tage in Quarantäne. Sie kann mit negativem Test auf 5 Tage verkürzt werden, so das Robert-Koch-Institut. Bereits ab Sonntag werden zudem unter anderem die USA, Israel, Montenegro und Vietnam in die Hochrisikoliste aufgenommen. Mit einem Klassiker-Duell beginnt in wenigen Minuten die neue Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Gladbach gegen Bayern, vor 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, nahezu das Maximum an derzeit zugelassenen Fans. Die Höchstzahl 25.000 wird dann morgen in Dortmund ausgeschöpft. Die Rückkehr des Publikums in die Stadien bei gleichzeitig steigenden Infektionszahlen sorgt für gemischte Gefühle. Zum Auftakt der Saison: Impfaktion direkt neben dem Freiburger Stadion. Die ersten 1.100, die an diesem Wochenende kommen, erhalten Freikarten für ein Spiel des Freiburger Sportclubs. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, mich zu impfen. Und wenn es dann auch noch ein SC-Ticket dabei gibt, dann ist es natürlich eine super Sache. Die Freiburger Mannschaft und die gesamte Bundesliga dürfen sich auf Spiele mit Zuschauern freuen. Allerdings gibt es Einschränkungen. Die Stadien dürfen höchstens halb voll sein. Maximal sind 25.000 Fans erlaubt, falls die Inzidenz nicht über 35 steigt. Und es gilt die 3G-Regel. Die Zuschauer müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bei der Europameisterschaft waren die Stadien oft deutlich voller. Wissenschaftler allerdings sehen die Gefahren nicht auf den Zuschauertribünen. Die kritischen Punkte sind auch im Stadionbereich, vor allen Dingen die Innenräume. Dazu zählen zum Beispiel die Toilettenräume, wo man auf eine gute Lüftung achten muss und gerade da auf die Maskenpflicht achten muss. Der erste FC Köln setzt sogar auf 2G statt auf 3G. Ab Ende August will der Club nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion lassen. Das heißt, perspektivisch wollen wir eben mit 2G es hinbekommen, dass wir wieder über ein volles Haus mit 50.000 Zuschauern sprechen. Also strengere Regeln und dafür möglicherweise die Erlaubnis, das Stadion ganz zu füllen. Der frühere Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf, ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Dresden. Biedenkopf war der erste Regierungschef nach der Wiedervereinigung in dem Freistaat und lenkte dessen Geschicke mehr als ein Jahrzehnt. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn heute für sein Wirken als, so wörtlich, Symbol der inneren Einheit Deutschlands. Als König Kurt wurde er von vielen Sachsen gefeiert. Doch eigentlich begann Biedenkopfs Karriere in den 70er Jahren im Westen. Mehrere Jahre ist er Generalsekretär der CDU und enger Vertrauter des Vorsitzenden Helmut Kohl. Später kommt es zwischen ihnen zum Zerwürfnis. Biedenkopf zieht sich aus der Tagespolitik zurück. Ich mache jetzt eine Wende. Wenn ihr mal ein bisschen
klar geht, du nimmst es hinter. Die Wende bringt ihm das Comeback. In Sachsen will der Wirtschaftsjurist seine Ideen verwirklichen. 1990 wird er zum Ministerpräsidenten gewählt. Er schafft es, den Freistaat aus seiner maroden Wirtschaftslage an die Spitze der neuen Bundesländer zu führen. Holt Großkonzerne der Auto- und Chipindustrie nach Sachsen. Doch nach der Jahrtausendwende trübt sich das Bild vom glanzvollen Landesvater. Er soll unter anderem Unternehmerfreunde bei großen Bauvorhaben unterstützt haben. 2002 tritt er vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Ruhig wird es um ihn aber nicht. Er widmet sich dem Thema Generationenkonflikt, ist weiter auch mal unbequem. Wenn ich die Interessen der zukünftigen Generation missachte, dann fühlen sie sich nicht mehr solidarisch. Ich kann doch von Menschen, deren Interessen ich mit Füßen trete, nicht verlangen, dass sie anschließend kommen und sagen, du armes Schwein, ich helfe dir. Seine bemerkenswert geistige Frische bleibt ihm bis ins hohe Alter erhalten. Mit 91 Jahren bekommt er die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig. Kurt Biedenkopf, ein Vordenker, ein Macher, ein Mann, der auch über Sachsen hinaus Geschichte geschrieben hat. Einen ausführlichen Nachruf zum Tod von Kurt Biedenkopf bringt das Erste heute Abend um 23.45 Uhr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. August. Das Tief, das nach Skandinavien zieht, sorgt morgen im Norden für durchwachsenes Wetter. Über dem Süden liegt eine feuchte Luftmasse, in der sich Gewitter entwickeln. In der Nacht ziehen im Süden sowie in der Mitte noch örtlich kräftige Schauer und Gewitter ostwärts. Am Tag im Norden Sonne, Wolken und Wind. Vor allem an den Küsten Schauer. Sonst Sonne. Südlich der Donau ab den Nachmittagsstunden Gewitterschauer, die kräftig sein können. In der Nacht 19 bis 8 Grad, am Tag 20 Grad in Nordfriesland, 32 Grad am Oberrhein. Am Sonntag ähnliches Wetter wie morgen. Am Montag dichte Wolken, teilweise kräftige Schauer, lebhafter Wind, vor allem im Südosten auch Gewitter. Am Dienstag unbeständiges Wetter und besonders im Norden stürmisch. Um 21.45 Uhr sehen Sie Kare Mioska mit diesen Tagesthemen. 60 Jahre nach dem Mauerbau, wie Zeitzeugen sich an ihre Flucht erinnern und Fußball-Bundesliga, die Rückkehr der Fans in eine neue Corona-Saison. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.